Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Am 22. Oktober wird gewählt im Kanton Luzern. Während für den Ständerat ziemlich alles klar scheint, ist der Andrang auf den Nationalrat so gross wie noch nie. 387 Personen, 136 Frauen und 251 Männer kandidieren auf 48 Listen. Im Wahlkreis Willisau sind es 48 Bewerberinnen und Bewerber. Wir konzentrieren uns aber auf die 5 Kandidierenden, die auf der Hauptliste der Parteien antreten. Das sind in alphabetischer Reihenfolge der Andreas Bertschi, FDP Altishofen, der Thiam Lütolf, Grünliberale Wiege, Tanja Meier, SP Willisau, der Stefan Schärli, Mitte Menzberg und der Andi Wandeler von der SVP Zell. Wir haben die 5 Kandidierenden im Verlauf der letzten 2 Wochen bereits mit einem Kurzinterview am Stammtisch vorgestellt. Heute jetzt eine Zusammenfassung, eine Art Best-of aus WB-Gespräch. Es wird moderiert von meinem Kollegen Stefan Weber. Am 22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Willisau bewerben sich 5 Kandidierende um einen von den 9 Luzerner Sitz im Nationalrat. In vino veritas, in Wein liegt Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politikern, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Guten Tag, Andi Wandeler. Thiam Lütolf, herzlich willkommen. Hallo, Anja Meier. Stefan Schärli, herzlich willkommen. Guten Tag, Andreas Bertschi. Trifft man Andreas Bertschi oft am Stammtisch? Ja, oft würde ich jetzt nicht sagen, aber doch zwischendurch. Gerade nach dem Sport gehe ich gerne noch ein Bier trinken. Also Bier ist überhaupt nicht mein Getränk. Diese beiden gehen sehr gut. Jetzt kommt es ein bisschen darauf ab, was man nachher noch zu tun hat. Aber eigentlich trinke ich gerne ein Glas Rotwein. Ein Stammtisch, das lebt für mich von engagierten, direkten Diskussionen. Besonders interessant finde ich es, wenn unterschiedliche Meinungen dort zusammenkommen. Ich bin eigentlich selten am Stammtisch. Ich bin jeden Morgen im Café Mergas anzutreffen. Seit über 30 Jahren bin ich meistens am Morgen um 8 Uhr dort. Ich gehe dann die Zeitungen lesen. Ja, da gibt es ganz viele Personen, mit denen ich gerne ein Bier möchte trinken. Aber so mit Martin Bäumle, das würde mich interessieren. Anja Meier, durch wer oder was sind Sie politisiert worden? Während meiner Schulzeit habe ich diverse kontroverse Sparmaßnahmen miterlebt, vor allem auch im Bildungsbereich. Und während meiner Schulzeit hat mich das sehr geprägt und auch aufgezeigt, dass Politik uns alle betrifft. Zweitens habe ich auch mehrere Abstimmungswahlkampagnen miterlebt während meiner Jugend, die sich sehr explizit auch gegen Ausländerinnen und Ausländer gerichtet hat. Die Erfahrungen, die hat mich aufgeschreckt, aber auch mobilisiert, sodass ich mich für eine offene Gesellschaft und auch für eine sozialere Schweiz engagieren kann. Das ist eigentlich seit eh und je eigentlich meine politische Heimat haben, gewissermaßen. Es tut meine Weltanschauung am ehesten, sage ich mal, abbilden. Die Kombination zwischen liberaler Gesellschafts- und Wirtschaftsthemen, das in Kombination mit nachhaltigem Umweltbewusstsein, das ist für mich schlussendlich einfach der richtige, progressive und zukunftsweisende Weg. Mir ist sicher die Wirtschaft wichtig, der Kanton Luzern mit seinen Unternehmungen und KMUs. Da müssen wir gute Rahmenbedingungen machen, damit es weiterhin Arbeitsplätze gibt und vor allem dann wieder die Arbeitnehmer, Bürgerinnen und Bürger einen Wohlstand haben durch das. Weiter ist für mich wichtig, dass auch die Sicherheit und Freiheit hier zum Tragen kommt. Ich glaube, wir alle, nicht nur Politiker, können von den Jüngsten lernen, die gewisse Ehrlichkeit und Naivität und einfach die Selbstverständlichkeit, etwas zu fragen und mit etwas umzugehen und einander auch zu respektieren. Ich glaube, das könnten wir alle lernen. Da gibt es ganz viele Parallelen. Etwas, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist der Umgang mit Niederlagen. Sowohl im Sport wie auch in der Politik kann man nicht immer gewinnen.
Es gilt darum, auch die Niederlagen zu verarbeiten, aus diesen Niederlagen zu lernen, sowohl im Sport wie auch in der Politik. Und etwas, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, ist gerade im Mannschaftssport die Zusammenarbeit von den verschiedenen Teammitgliedern. Das ist etwas, was man natürlich im Fußball braucht, aber man braucht es eben auch in der Politik, weil nur gemeinsam kommt man weiter. Und da geht es manchmal darum, Kompromisse zu schmieden. Sie sind in Zofingen aufgewachsen, heimatortisch Reiden, Wohnort Wiken. Wo fühlen Sie sich als Luzerner und wo als Aargauer? Ja, es ist auch schwierig. Also, ich sage jetzt mal, verwurzelt bin ich natürlich klar in Luzern. Wenn man anschaut, Heimatort Reiden, Wohnort Wiken. Ich arbeite in Luzern jetzt seit gleich 3 Jahren. Und trotzdem ist es so, in die Schule gegangen, aufgewachsen, die Lehre gemacht, das war alles im Aargau. Also ich sage jetzt mal, die ersten 30 Lebensjahre, das hat mich eigentlich geprägt im Aargau. Aber ich sage jetzt mal, für mich war das nie so ganz, absolut gewesen, die Kantonsgrenze, die Zofingen-Wiken, und dort ist eine, in dem Sinne der Kanton Aargau fertig und Kanton Luzern fortan. Aber ich fühle mich gleich mehr im Kanton Luzern daheim. Stadt und Land haben beides schöne Seiten zu bieten, die ich nicht möchte missen. Darum bin ich einerseits sehr gerne Hinterländerin, andererseits finde ich es auch wichtig, den Blick über den Tellerrand nicht zu verlieren und auch das Bewusstsein haben für andere Lebensrealitäten, gerade in der Politik. Darum sowohl als auch. Und der Stadt-Land-Graben ist aus meiner Sicht ohnehin größtenteils auch herbeigeredet. Die grosse Herausforderung von unserer Zeit, die betreffen uns alle gemeinsam. Ich habe Mitarbeiter, die die gleichen Voraussetzungen hatten wie ich. Leistungssportler und einen Handwerksberuf. Und ich bin auch bereit, in jemandem Jungen den Betrieb zu übergeben. Das habe ich auch gemacht und habe so mehr wieder Spielraum gemacht, dass ich hier in der Politik jetzt Fuß fassen kann und möchte eigentlich meinen Beitrag leisten und Hilfe gestalten. Das ist eine gute Frage. Ich habe schon von klein auf gelernt, eigentlich sorgsam mit dem Geld umzugehen. Ich habe schon gelernt, dass man es zuerst verdienen muss, bevor man es ausgeben kann. Und dass, wenn man sich etwas möchte leisten möchte, dass man halt für das ansparen muss. Ich glaube, allein der Bekanntheitsgrad, das hilft einem schon. Aber länger das glaube ich nicht. Man muss auch einen Leistungsausweis in der Hand haben. Man muss etwas gemacht haben. Die Leute müssen dem können und man wissen, doch, der wird für meine Rechte einstehen oder für meine Sachen einstehen. Und ich glaube, dann reicht es, ja. Was möchten Sie unbedingt gerne besser können? Jetzt in der politischen Phase hat man natürlich einen grossen Lernprozess, den man macht. Also wir sind in anderen Gebieten. Ich bin jetzt in der Justiz und Sicherheit, in der Kommission. Es ist sehr interessant, jetzt auch in diesem Gebiet, nebst meinem Nebenberuf, den ich jetzt noch ausübe in der Sicherheit, ist das eine gute Ergänzung, wo ich mich weiter formen kann. Jubla ist wie so viele andere Vereine ein Ort, wo unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen und sich für unsere Gesellschaft engagieren. Das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Jetzt konkret hat es mich eben gelehrt, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, zuzulassen und nicht zuletzt auch ein bisschen spontan zu sein. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die im Politalltag nicht ganz unnütz sind. Gibt es eigentlich ein Patentrezept, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen? Sie sind ja in diesem Gebiet tätig. Herr Weber, wenn ich jetzt Ihnen ein Patentrezept erzählen könnte, das wäre der absolute Wahnsinn für ganz Europa, respektive für die halbe Welt. Ein Patentrezept wird es nicht geben. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir die Ressourcen anders verteilen, dass wir schauen, dass die ausgebildet sind für ein Bett, die müssen nicht Computersachen machen. Wir müssen es ganz anders angehen. Ich habe ja dort auch einen Vorstoss geschrieben, vor anderthalb Jahren, wo es darum gegangen ist, das ganz anders einzusetzen. Das Personal anders anzugehen und mit denen anders zu arbeiten, also vor allem sie auch zu unterstützen. Und ich glaube, so könnten wir einen ersten Schritt machen. Es ist natürlich ein riesiger Gap. Das ist natürlich halt, erstmal müssen die Stellen gesprochen werden durch die Politik. Also dementsprechend müssen Gelder gesprochen werden. Dann muss man auch feige Leute finden, kompetente Leute. Und das beides ist natürlich relativ schwierig. Ich habe das Gefühl, als Präsident des Fußball ist weniger wichtig, was man für ein System spielt, sondern welches Team was man rund um sich herum hat. Das ist sowohl im Fußball wie auch in der Politik wichtig, dass man gute Leute hat, die man einsetzen kann. Und ich glaube, dann ist das wertvoller als irgendein Spielsystem. Das war es, unser spezielles WB-Gespräch zu den Wahlen 2023. Danke für Ihr Interesse. Und jetzt gehen Sie wählen. Bestimmen Sie mit, wer den Kanton Luzern in den nächsten 4 Jahren in Bern oben wird vertreten. An der Auswahl fehlt es tatsächlich nicht.
Das Webgespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.